So, meine Damen und Herren, jetzt geht der Scheiß endlich mal wieder. So, musste gerade im Song klicken, weil ich jetzt die Sounds vorher nicht hatte. Also vorhin funktioniert das Mikrofon nicht. Und davor funktioniert die Klickgeräusche alle nicht. Aber jetzt funktioniert das. Und zwar kommen wir heute, meine Damen und Herren, am 24.01.2022 um 23.55 Uhr zu den Jahresrückblick von PlayStation 2021. So, da geht ihr auf Google und tippt ihn jetzt, wie ich es hier ein. PlayStation Jahresrückblick 2021. Nicht den hier oben nehmen. Der ultimative Rückblick, sondern den hier unten. Lasst euren Gaming-Erfolg anzeigen. Dann kommt ihr auf diese Seite. Da müsst ihr auch hin. Dann habt ihr hier unten PlayStation Rückblick 2021. Entweder klickt ihr da drauf oder halt hier unten drauf. Zusatzinformationen, wie gesagt, bis zum 20. Februar habt ihr Zeit. Wenn ihr jetzt entweder auf den oder auf den Punkt klickt, kann es sein, dass es bei euch, sowas bei mir, eine Fehlermeldung kommt, von wegen ups, es ist ein Fehler aufgetreten. Um den Fehler gleich zu beheben, bitte wie folgt. Der Text hier unten. Nutzer müssen in einer Region mit einem aktiven PS oder mit einem aktiven registrierten PSN-Konto verfügen. Das heißt, PSN-Konto muss registriert, aktiv und in einer verfügbaren Region sein, um halt ich will mal PS Plus sagen, um halt das den Jahresrückblick zu sehen, und Deutschland gehört mit dazu. Ihr müsst mindestens 18 sein, das heißt, habt ihr ein aktives PSN-Account, habt aber keine Membership, kann Sony nicht sagen, ob ihr 18 seid oder nicht. Deswegen kauft euch am besten einmal, was ich, im einen Monat einmal kurz PS Plus. Denn ihr müsst nämlich mindestens hier 10 Stunden lang Spiele auf der PS4 bzw. PS5-Konsole spielen. Und das halt, wie gesagt, zwischen dem 1. Januar 21 und 31. Dezember 21. Das heißt, jetzt rechnen wir schon mal aufs nächste Jahr hoch. Zwischen dem 1. Januar 22 und 31. Dezember 22 müsst ihr halt dann auch wahrscheinlich dann so mindestens 10 Stunden gespielt haben und halt 18 und aktives Konto haben. Sonst kann es sein, dass ihr eine Fehlermeldung bekommt. Habt ihr das aber alles und bekommt die Fehlermeldung trotzdem, kann es sein, dass ihr dann vielleicht noch mal ein paar Tage später drauf zugreifen könnt erst. Denn bei mir war es auch so, ich wollte auch vor 4 Tagen am 20. das regulär machen. Und da kam bei mir auch die Fehlermeldung, ups. Und dann ging es jetzt erst, und eine kleine Notiz noch, und zwar, ihr müsst Benutzer die Erfassung von vollständigen Daten, also, ne, Benutzer, die die Erfassung von vollständigen Daten aus ihrem PS5-System Einstellungen nicht zugestimmt haben, können möglicherweise nicht an der PlayStation teilnehmen. Das heißt, ihr müsst da nicht auf minimal, sondern in diesem Falle auf vollständig klicken, damit ihr halt das bekommt. Beziehungsweise, wenn Benutzer in Europa, das gilt jetzt nicht für Deutschland, sondern allgemein für Europa, Nahem Osten, Afrika, Australien, Indien, Russland und Russland, die der Erfassung zusätzlicher Daten, das was andere zusätzlicher Daten und vollständiger, aus ihrem PlayStation 4 Systemeinstellungen nicht zugestimmt haben, können möglicherweise nicht an der Abschlusskampagne teilnehmen. Abschlusskampagne, was ist das? Kommen wir gleich drauf. Aber ich weiß, mein Akkustand ist niedrig vom Headset. Halte ich gleich auf. Und zwar haben wir erstmal hier unseren Jahresrückblick. So, ich habe wie folgt dieses Jahr 1000, oder was ist das, letztes Jahr 1477 Stunden gespielt, wovon 58% PS5-Titel waren und 42% PS4-Spiele. Wie gesagt, ich habe seit dem 19. November 2020 die PS5-Konsole. Das heißt, ab dem 19. November habe ich dauerhaft nur noch bis einschließlich jetzt und fortlaufend auf der PS5 gespielt. Und es wird jetzt hier gerechnet in Form von PS5 Spielen und PS4 spielen. Das heißt, hier wird in diesem Augenblick von der PS5-Konsole gerechnet, da ich ja keine PS4 habe, denn die PS4 habe ich damals vor 2 Jahren, oder 1,5 Jahren,
einen Kollegen weitergereicht. Deswegen habe ich keine PS4 mehr. Ich habe hier hinten, ich dachte, hier ist halt die Cam. Da ist mein Hauptmonitor, wo ich rauf gucke. Mein Zweitmonitor und hinter meinem Zweitmonitor steht die PS3. Also ich habe nur eine PS3 und hinter dem Fernseher die PS5. Die PS4 habe ich gar nicht. Deswegen steht ja auch PS5-Titeln und PS4-Titeln und nicht PS4-Konsole oder PS5-Konsole. So, da von den gesamten Spielstunden oben habe ich 1136 Spiele, Spielstunden lokal gespielt, also offline, und 23%, also 341 Stunden online verbracht. Also ich habe 341 Stunden online gespielt und 289 Tage insgesamt gespielt. Davon wohl VR. Ja, habe ich nicht gespielt. Ich denke mal rauf, was passiert hier? Oder einfach. Gucken wir nur hin und zum Kaufen, okay. So, Death Stranding habe ich nicht. So, 2021 habe ich 65 Spiele gespielt. Also in dem letzten Jahr habe ich gesagt, 65 Spiele gespielt. Also die man auch mit 65 Filme da angucken. Weil ich da in mein Aufnahmeprogramm das Cam-Bild von mir selber habe, um zu gucken, ob ich hell genug bin, aber ja. Das heißt, eigentlich muss ich da angucken. Wie gesagt, mit 65 Spielen meinen sie 65 verschiedene Spiele gespielt. Wovon jetzt hier meine Top 5 Spiele sind. Auf Platz 5 haben wir, beim Rückwirken an, mit ja, einem PS4-Spiel nur, und zwar The Walking Dead, The Telltale Defender Series, bestehend aus halt allen Walking Dead Teilen, das heißt Season 1, Season 2, Season 3, The Final Season und Walking Dead Michonne. Ja, insgesamt 38 Stunden gespielt. Das hatte ich ja damals als Let's Play aufgezeichnet. Müsste auch, glaube ich, mittlerweile online sein, glaube ich, das Let's Play. Auf Platz 4 mit 56 Stunden Combo gerechnet, in diesem Fall jetzt Resident Evil Village, PS4 und PS5 Version. Da sind jetzt beide Versionen zusammengerechnet mit 56 Stunden. Wovon ich glaube ich, weiß ich gar nicht, habe ich am meisten auf der PS4 oder? Ich glaube, ich habe am meisten auf der PS5 glaube ich gespielt, ich weiß aber glaube ich nicht. Dann haben wir auf Platz 3 F1 2021, PS4, PS5 Version, 63 Stunden gespielt. Da habe ich glaube ich die Version gehabt, glaube ich. Ja, ich weiß auch nicht mehr, ob der am meisten gespielt, muss ich gucken. Auf Platz 2 haben wir Far Cry 6. Auch wenn da steht Standard Edition. Ihr wisst, ich habe die Ultimate Edition PS4, PS5 100 Stunden. Da habe ich am meisten natürlich die PS4-Version gespielt, bezüglich mit Chats suchen und bis jetzt in ein DLC von 2, die veröffentlicht sind. Da kommt erst noch, und bei der PS5-Version habe ich ja bis jetzt nur die Hauptstory durchgespielt. Und Platz 1, Dead by Daylight PS4, PS5-Version. 593 Stunden. Und von den 593 Stunden kannst du immer, wenn man eine PS5 hat, und da oben habt ihr rechts dann euer Profilbild, sag ich jetzt mal, und ihr raufgehen und dann kommt ihr unter Menü und ihr könnt auf Spiele klicken, dann könnt ihr euch die Spiele einzeln aufsuchen, und da habe ich nur die PS5-Version angezeigt mit 510 bis 515. Ich weiß jetzt nicht so genau, Platz von 513 Stunden, glaube ich. Deswegen 510 bis 515 Stunden nur für die PS5-Version gespielt. Das heißt, die restliche Differenz von roundabout 80 Stunden ist halt die PS4-Version. So. Deswegen wird das hier kombiniert. Aber da habe ich am meisten die PS5-Version gespielt. Kann man auch praktisch so vergleichen. Ihr seht hier oben, ich habe 341 Stunden online gespielt. Das sind praktisch schon fast. Ja, die 341 Stunden, könnt ihr eigentlich sagen, ist eigentlich Dead by Daylight die überwiegend die PS5-Version, die online gespielt worden sind. Ja, Return habe ich nicht. Ich habe in dem vergangenen Jahr 815 neue Trophäen zugefügt bekommen oder gespielt. 60, 70, 80, 90, also insgesamt von den 100% basierend auf die 815 Trophäen. Und jetzt meine 100% sind 60% Bronze, 186 Stück, 26% Silber mit 210, 13% Goldtrophäe mit 110 und 1% an Platin mit 9. Ja, und dann
PlayStation Plus 2021 gab es 37 monatliche PS Plus Spiele. Dieses Jahr hast du insgesamt 31 monatliche PS Plus Spiele zu deiner Bibliothek hinzugefügt. Macht 84%. Oh, einige habe ich wahrscheinlich vergessen oder manche wurden auch vielleicht nicht gewertet. Keine Ahnung. 6 Stück fehlen. Keine Ahnung, welche das sind. Ist mir auch Latex. Und ja, und hier unten ist es jetzt was für ein Jahr. Du hast lalala, sicher dir deine Vorteile. Okay, nicht im neuen System öffnen. Genau, okay. Das ist dann halt diese, wahrscheinlich dann die Endbelohnung, da ich das jetzt schon eingewählt hatte. Deswegen fehlt dieser Part. Kann man sich hier die Belohnung einmal anzeigen lassen. Genau, sieht man hier den Code. So wäre es re regulär. Dann klickt man auf Einlösen und dann kann man sich das dementsprechend hier, denn du bist deiner persönlichen PlayStation Avatare für PlayStation 21, endet 20.02.15 Uhr. Dies ist PlayStation Plus Rakete und es gespielt das so. Da ich jetzt den eingelöst habe schon, Statistiken und so weiter. Das wäre der Code. Ich denke mal, der ist, glaube ich, passt überall gleich. Das heißt, könnt ihr das praktisch euch schon rauskopieren oder wenn ihr es selbst habt, müsst ihr mal gucken, ob der gleich ist oder ob der anders ist. Das kann ich euch an dieser Stelle nicht sagen, aber ich glaube, der ist übergängig, glaube ich, gleich vom Inhalt, weil, seht ihr, ich denke mal, das kriegt jeder hier. Und somit haben wir, ja, PlayStation Plus, das PlayStation Jahr 2021 im Rückblick an dieser Stelle durch, meine Damen und Herren. Und ja, an dieser Stelle, da bedanke ich mich auch erstmal schon mal fürs Zugucken. Ich denke mal, wir werden uns durchschnittlich in einem Jahr wiedersehen, irgendwo zwischen, ja, denke ich mal, 20. Januar und 20. Februar 2023, denn sofern die das mit dem Jahresrückblick denn da stets noch weitermachen. Falls nicht, denn halt nicht, dann werde ich das in einem Video dementsprechend in einem Jahr zeitnah dann halt mitteilen, ob es noch einen Jahresrückblick gibt oder nicht. PS Plus wird natürlich noch erstmal weiterlaufen. PS Plus habe ich noch bis Dezember 2023. Das heißt, da werden wir noch dieses Jahr voll machen und dann halt noch nächstes Jahr. Das heißt, 24 Videos werden da auf meinem Zweitkanal auf jeden Fall denn noch kommen. Eigentlich muss ich jetzt sagen, noch 23, weil ja für Januar 2022 ja schon gemacht worden ist. Das heißt, 23 Videos werden bis Ende Dezember nächsten Jahres dann noch kommen. Aber an dieser Stelle, meine sehr geehrten Damen und Herren, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zugucken. Ich bedanke mich an dieser Stelle dafür, dass ihr zugeguckt habt. Und wir sehen uns dann ja, im Februar wieder bei den nächsten PS Plus Spielen für Februar, beziehungsweise beim Jahresrückblick, denn in einem Jahr, so zwischen 20. Januar und 20. Februar, also Mitte Januar bis Mitte Februar denn. In etwa. Ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.